Nun gib's schon zu, wir haben uns verlaufen. Wir haben uns nicht verlaufen. Ich habe einen sehr ausgeprägten Orientierungssinn. Ach, gar. Soll ich dir was sagen? Ja. Mich haben sogar schon Brieftauben nach dem Weg gefragt. Aber noch die alte Ausgabe ohne Radar. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt in Schottland. Schottland? Nicht mal da wäre ich mir so sicher. Bernd Albert Schnauze, der quatscht sicher mit dem Hund von Baskerville. Weißt du etwa, wo Norden liegen könnte? Gegenüber von Süden. Wo bist du denn? Wer weiß, was er gefunden hat. Feiner Hund bist du, feiner Junge. Sag mal an. Warum lacht er denn so? Kennt er dich? Was ist denn da? Büchse mit den Keksen, ne? Oh. Armer Kerl, eine Weile hat er offenbar überlebt. Hör mal. Kann nur einen Arm bewegen, höllische Schmerzen. Ich weiß, dass ich sterbe. Derjenige, der mich findet, verbrenne bitte die Formel. Die Welt ist noch nicht reif. Ende der Durchsage. Vielleicht ist das hier die Formel. Hier könnte es genauso gut sein. Ja, hier sind seine Papiere. Name Brian Wilkes. Hier ist das Ausreisevisum. Dann muss er schon über 4 Jahre hier liegen. Erfreulich, dass euch die Presse ausdrücklich als Finder des Wracks nennt. Ausgezeichnet finde ich das. Exzellent. Weißt du, Daniel, ich habe das Gefühl, er hat uns in die Gegend gejagt, weil er wusste, dass wir es finden. Ja, aber nicht direkt. Gehofft. Ein Massenmörder, dieser Strolch. Das war ein gewisser General A.G. Bulstrode. Sieht ja aus wie im Zirkus hier. Wisst ihr, ihr wart nicht die Ersten, die das Wrack gefunden haben. Vor circa einem Jahr versteckte sich dort ein entflohener Sträfling. Und er hat nichts gemeldet? Das wäre für ihn nicht ratsam gewesen. Er wurde erst vor etwa einer Woche gefasst. Ich verhörte ihn in einer anderen Angelegenheit. Und dann erwähnte er das und ich zählte 1 und 1 zusammen. Verraten Sie uns auch, was 1 und 1 ergeben hat? Brian Wilkes war Witwer. Sein Kind dürfte jetzt etwa 21 sein. Wo sie lebt, weiß keiner. Er war ein ganz ausgezeichneter Wissenschaftler. Auf dem Gebiet künstlicher Treibstoffe machte er sehr viele Entdeckungen. Weiß denn niemand, warum er verschwand? Theorien, Gerüchte. Er fummelte an einer eigenen Erfindung. Nur genau, es wusste keiner. Seine Freunde sagen, er war deprimiert und bedrückt. Er äußerte auch Furcht um sein Leben. Und das ist wirklich eine Gichtkralle? Natürlich habe ich Gicht. Ist also kein Scherz, hä? Ganz im Gegenteil, die kleinste Berührung ist die Hölle. Also, wenn ich den Verband ganz leicht berühren würde... Ah! Sie hätten mir wenigstens die Frage beantworten können. Das tat er doch gerade.
Erzählen Sie mehr über den Knaben. Ich werde die verpackte Hinterhand nicht mehr berühren. Ich setze mich hin und beobachte fasziniert die alte Vase. Eine Woche vor seinem letzten Flug sah man ihn mit einem Agenten von der anderen Seite des eisernen Vorhangs. Darum dachte man, er sei übergelaufen. Eiserner Vorhang, ja? Und über die Eisengardine soll der rübergelaufen sein, hä? Glauben Sie etwa auch diesen Quatsch? Jein. Denn ich lege mich ja nur ungern fest. Na schön, so viel zur Historie. Dann könnten Sie uns vielleicht einweihen, warum Sie unbedingt wollten, dass wir darüber Stillschweigen bewahren. Und das hier, das ist, wie ich vermute, die mysteriöse Formel. Es könnte gut sein, dass durch die Presse aufgeschreckt ein paar Leute neugierig werden in den nächsten paar Tagen. Wir sind wieder mal als Köder unterwegs. Daniel in der Löwenscharnauze. Vielmehr bin ich daran interessiert, wer tötete Brian Wilkes? Der Crash tötete ihn. Nein, 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 nein. In dem Flugzeug befand sich eine Bombe. Ist das nicht entzückend? Sie haben einen Platten, hä? Oh, danke, das erspart mir das Einholen an der zweiten Meinung. Auf dieser Seite auch. Kaugummi durchgefressen, hä? Ich hab einen scheiß Reifen in England. Ein Zufall ist das sicher. Taxi, Sir? Er sieht nicht aus wie ein Engel, aber der Himmel scheint dich zu schicken. Kurbeln Sie auf diese Art und Weise Ihr Geschäft an? Meistens klappt's. Steigen Sie ein und keine Tricks. Tut das weh! Ich habe ihn gewarnt. Er steckt seine Nase immer in alles rein. Falls dieses Kidnapping auf eine Lösegeldzahlung abzielt, muss ich Ihnen sagen, dass keine Menschenseele existiert, die für uns was zahlt. Und wenn es nicht um Geld geht, worum geht es dann? Kein Kommentar. Oh. Wie ist die Luft da unten? Du brauchst neue Schuhe. Fahrlos. Hat sich schon alles erledigt. Sie sollten wirklich was unternehmen gegen die Parker in zweiter Spur. Man kann ja nicht mal mehr die Straße überqueren. Entschuldigen Sie mich. Entschuldigen Sie, würden Sie bitte ein Stück rutschen? Hey, was fällt Ihnen denn ein? Steigen Sie aus! Das hoffe ich. Lassen Sie das! Sie Hilfe! Hilfe! Landen noch im Graben. Ich bin doch hier kein Charter. Ich bin ein Entführer. Was reden Sie für einen Blödsinn? Mein Freund ist in dem Taxi. Er wurde gekidnappt. Das ist mir völlig egal. Ich werde gefeuert. Naja, dafür sind Raketen auch da. Was bedeutet das Ding überhaupt? Ich muss ja durch die Gegend kurven, und zwar mit 5 Meilen pro Stunde. Und wer ein Space Queen-Aufkleber hat, dem soll ich eine Prämie von 5 Pfund auszahlen. Wenn ich jemanden sehe, halte ich. Würden Sie bitte aus meiner Rakete verschwinden?
Ich lebte in der irrigen Illusion, sie würden mich nach Hause fahren. Den Teufel werde ich tun. Dachte ich mir schon, ich kann sie nicht verübeln. Ach, übrigens, was ist eine Space Queen eigentlich? Eine Deodorantseife. Probieren Sie sie aus. Denn ich finde, sie stinken. Sie haben wohl nichts dagegen, wenn ich mich ein bisschen hinsetze. Das ist keine Sightseeing-Tour. Sie bleiben, wo Sie sind. Wir sind gleich da. Verbinden Sie sich mit Ihrem Schal die Augen. Ich habe keinen Schal. Jetzt bald. Nehme ich die Kulturstrippe. Gut. Wir sind gleich da. Wir wollen die Papiere haben. Wo sind sie? Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Olle Brett war ja als Erster da. Er war vor mir an dem Wrack. Wenn es irgendwelche Papiere oder Ähnliches gäbe, dann würde er sie haben. Mein Name ist Hase. Reden Sie doch mit ihm. Das wollten wir auch. Aber er erwies sich als schwerer fassbar als Sie. Na, dann spendieren Sie doch mal ein Ferngespräch. Das tun wir auch, um Ihnen unsere Pläne mitzuteilen. Die Nummer ist 95... Ich weiß. Augenblick. Red Sinclair? Euer Lordschaft. Benja? Nein, hier ist Lawrence von Arabien, du Scherzkeks. Wo bist du? Jetzt hören Sie mal gut zu, Lord Sinclair. Ja, ich lausche schon. Nun? Sie werden diese Papiere, um die es geht, an einen bestimmten Treffpunkt zu einer bestimmten Zeit übergeben. Oder wir bringen Ihren Freund um. Na schön, tun Sie das. Das meinen Sie doch wohl sicher nicht im Ernst, Lord Sinclair. Warum nicht? Wenn Sie ihn ausknipsen, haben Sie nichts. Nur eine schrumpelige Leiche. Eine Mordanklage und keine Papiere. Also, sind Sie bereit, sich jetzt mal meinen Vorschlag anzuhören? Ich höre. Sie werden meinen Freund sofort freilassen und zum Mandate Club bringen. Ich fahre jetzt zum Polizeirevier in Chelsea. Und wenn Daniel nicht innerhalb von 20 Minuten da ist, gehe ich davon aus, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Dann kriegt die Papiere die britische Polizei. Haben Sie verstanden? Ich höre, was Sie sagen. Gut. Ach, falls Sie ihn töten sollten, rufen Sie mich nochmal an. Dann schicke ich doch schöne Blümchen. Das war alles, Sir. Dankeschön. Hallo, Dio. Heißen Dank, Mutter Therese. Junge, ich hab dich befreit. Warum siehst du denn so sauer aus? Weil ich Sodbrennen kriege, wenn ich dich sehe. Kann nicht sein, Daniel. Du bist aus Stein. Bei dir kann nichts brennen. Wenn die mich getötet hätten, hättest du ganz schön blass ausgesehen. Wie ein Joghurt. Ich weiß nicht. Es bedarf ein wenig mehr, um mich blass aussehen zu lassen.
Na nun, wer schickt denn hier Telegramme? Mach auf sie nach, aber das tu gemach. Der läuft heute wieder als Goethe. Ich hab doch nicht zufällig Geburtstag, oder? Goethe auch nicht. Hör dir das mal an, es tut sich was. Lord Sinclair und Mr. Wild werden gebeten, Sir Hugo Chalmers Büro anzurufen. Im British and Arabian Oil Corporation Building, falls Sie an einem Geschäft interessiert sein sollten. Du sprichst ja perfekt auswärts. Das bedeutet doch, dass der Kerl mit der sanften Stimme nunmehr bereit ist, zivilisiert mit uns zu reden. Interessant ist Arabien. Ah, Lord Sinclair, freut mich. Sir Hugo. Mr. Wild. Ob es mich freut, Sie kennenzulernen, weiß ich nicht. Ich finde es sehr freundlich von Ihnen, sich umgehend herzubringen. Die Neugier, Meister, macht jeden Rüssel länger. Und wenn man uns auch so freundlich behandelt. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Die Knie werden Sie Ihnen danken. Ich glaube, der monströse Stinker hat sich uns noch nicht vorgestellt. Ja, ich bitte um Verzeihung. Das ist Mr. Forsey. Er ist der Präsident unserer Mid-East Corporation. Mr. Forsey? Der Vorschlag, den ich Ihnen unterbreiten werde, findet Mr. Forseys volle Zustimmung. Na, hoffen wir, dass wir auch zustimmen. Oh ja, da bin ich mir absolut sicher, Gentlemen. Wir bieten Ihnen einen Platz im Aufsichtsrat der British Arabian. Das Jahressalär beträgt 50.000 Pfund pro Nase. Das sind zurzeit ca. 120.000 Dollar, Mr. Wild. Ich kenne mich im Zerkrümeln von Währungen aus. Wir würden Ihnen diese Summe für mindestens 20 Jahre bezahlen. Ob Sie im Aufsichtsrat bleiben oder nicht. Das ist eine Garantie von 2.400.000 Dollar, lieber Mr. Wild. Mann, oh Mann. Ich glaube, im Ölgeschäft ist doch eine Menge zu verdienen. Noch mehr, Lord Sinclair. Und eine Menge Aktionäre und Arbeiter, die es zu schützen gilt. Nun, was sagen Sie? Daniel versteht mehr von der Ölbranche als ich. Ich weiß nur, dass die Ölpreise von Woche zu Woche in den Himmel steigen. Wissen ist nicht von Bedeutung, Lord Sinclair. Ja, was dann? Wie könnten wir denn für Sie von Nutzen sein? Sie haben diskret geschwiegen über eine bestimmte Angelegenheit. Und dafür gibt es bestimmt nur einen Grund. Und ich würde sagen, dass 5 Millionen Dollar für Sie beide ein angemessener Preis sind für Ihre Kooperation. Meine Frage lautet, was haben wir dafür zu tun? Sie sind in einem heißen Spiel, Sinclair. Andere würden nicht mal daran denken, zu falschen. Ich an Ihrer Stelle würde das Geld nehmen und das Leben genießen. Mit so einem Taschengeld? Ich biete Ihnen ein Vermögen und Sie sprechen von Taschengeld? Sie haben eine Bedenkzeit von 24 Stunden. Und wenn Sie wieder hereinkommen, dann bringen Sie bitte Wilkes Formel mit. Sir Hugo, was genau bedeutet Wilkes Formel? Das wissen Sie wirklich nicht? Nein, er hat wie immer keinen Schimmer. Ich sage nicht, ich weiß es nicht, aber andererseits sage ich nicht, dass ich es weiß. So ist er. Ich möchte lediglich von Ihnen wissen, was es ist. Es ist ein hochwertiger synthetischer Treibstoff, der sich fast kostenlos herstellen lässt. Tja, wir sagen nicht ja, wir sagen auch nicht nein. Aber Sie haben jetzt 24 Stunden, um zu verdoppeln. Kommt, euer Hornchef, wir stechen im See. Den Tor finden wir allein. Es ist merkwürdig, wie man das vorausberechnen kann. Genau den Preis hatte ich ja veranschlagt. 10 Millionen Dollar. Ein Trinkgeld. Lord Sinclair. Ja? Ich bin Carla Wilkes. Bitte, bitte kommen Sie doch rein. Danke. Ich habe Sie schon erwartet, Miss Wilkes. Oh. Möchten Sie einen Drink? Nein, danke, ich trinke nicht. Dann machen Sie sich's auf dem Sofa bequem. Danke. Das muss ja ein ziemlicher Schock für Sie gewesen sein, was? In gewisser Weise ja. Andererseits war es eine Erleichterung. Ich habe nie geglaubt, dass Daddy übergelaufen ist. Wissen Sie, es passieren merkwürdige Dinge in diesem Zusammenhang. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Nein, den habe ich nicht hier. Und den Führerschein? Tut mir leid, ich kann gar nicht fahren. Oh Gott. Das macht nichts. Wenn Sie eine Betrügerin wären, wären Sie bewaffnet angetreten mit einem Riesendossier. Aber wieso sollte sich jemand für mich ausgeben? Sie hatten keine Ahnung, dass Ihr Vater Papiere bei sich hatte, die viele Menschen haben wollen. Nein. Aber als mein Vater umkam, war ich 9. Ach ja, ich bin zum Dinner verabredet. Genau gesagt, mit dem Mann, mit dem ich das Flugzeug fand. Wollen Sie uns Gesellschaft leisten? Ja, sehr gern. Ach, verzeihen Sie, kennen Sie hier zufällig einen Mr. Danny Wild? Ja, der gießt sich vom Essen immer ein paar in den Kopf. Danke.
Verzeihen Sie, sind Sie Danny Wilde? Hier, das ist der wilde Danny. Na, sieht ja entzückend aus, das Päckchen. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Bitte verzeihen Sie meinen Überfall, aber man sagt mir, ich finde Sie hier. Da muss ich dem Portier nachher ein Trinkgeld geben. Was darf ich bei Ihnen auspacken? Mein Name ist Carla Wiggs. Das ist ein Umhauer. Ich habe Sie schon erwartet. Einen Scotch? Oh, heißen Dank. Möchten Sie was Feuchtes da oben rein? Vielen Dank, ich trinke nicht. Dann danke und schönen Urlaub, Eddie. Das muss ja ein ziemlicher Schock für Sie gewesen sein, darf ich mal annehmen, was? Ja, das war's auch. Aber ich hielt Daddy nie für einen Verräter. Wir haben bei dem dahingeschlichenen Herrn Vater auch ein paar Fotos bei den Unterlagen gefunden. War ein Bild von Ihnen bei? Ja? Ja, da waren Sie klein und dunkel und jetzt sind Sie groß und blond. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. So? Ich bin von Natur dunkel. Tatsächlich? Das beweise ich Ihnen, wenn Sie wollen. Gleich hier? Nein, bei meinem Friseur. Ich glaube es Ihnen unbesehen. Ah, da wird aber einer überrascht sein, der das Flugzeug mit mir fand. Hi, mein Bruder. Daniel? Ich habe eine Überraschung für dich. Darf ich mal vorstellen, Carla Wiggs? Was sagtest du? Ich sagte, das ist Carla Wiggs. Nein, das sagte ich. Deshalb habe ich sie in Stereo gehört. Die Welt ist klein, nicht? Zwei ist eine zu viel. Ja, eine zu viel. Würde die echte Carla Wiggs bitte Platz nehmen? Eine fabelhafte Idee. Die erlauben Sie? Ich weiß nicht, wer diese Hochstaplerin ist. Carla Wiggs, sagte sie. Sie glauben doch nicht, dass Sie damit durchkommen. Aber sie versucht es. Ein Versuch macht klug, nicht? Daniel. Er hängt vor dir. Wir sollten einen kleinen Carla Wiggs-Wettbewerb veranstalten. Ja, darf ich schon mal auspacken? Ich weiß nicht, ob das ein Scherz sein soll, aber wenn wir das nächste Mal in Kontakt treten, nur über meinen Anwalt. Wirft Ihre Lümmels und trabt davon. Naja, Angriff ist nun mal die beste Verteidigung, nicht wahr? Also erst mal Platz. Einen Moment bitte noch. Mit der Dame habe ich ein Wörtchen zu reden. Eine Wette, wer die falsche und wer die echte ist? Ich schätze, die Chancen stehen gleich. Findest du? Ich habe das Gefühl, dass wir die echte Carla Wiggs noch gar nicht kennengelernt haben. Meinst du, es kommt noch mehr? Lord Sinclair, Mr. Wilde. Die dritte. Man sagte mir, ich finde sie hier. Sie können mich nicht kennen. Der sieht nicht mal aus wie Carla Wiggs. Andreas Theopoulos. Ich war Brian Wilkes Partner. Öffnen Sie das. Öffnen Sie es, Lord Sinclair. Es ist durchaus nichts Geheimnisvolles. Die Kopie eines gültigen Vertrages, unterschrieben von Brian Wilkes und mir selbst im Auftrag eines Konsortiums, das unseren Treibstoff produzieren und weltweit vertreiben wollte. Unterzeichnet ein paar Tage vor seinem Tod. Es ist trotzdem gültig. Alles deutet darauf hin, dass er den Wunsch hatte, davon zurückzutreten. Er wollte das Land verlassen. Immer ein Narr. Und bietet man einem Narren normalerweise immer so viel Geld? Ich beziehe mich mehr auf seinen geistigen Zustand, kurz vor seinem Tod. Hatte er was an der Waffel? Er behauptete, es hätte Mordanschläge auf sein Leben gegeben. Er glaubte nicht, dass wir ihn geschützt hätten, geriet in Panik und floh. Er floh. In eine Schlucht. Wäre er geblieben, hätte sich das nie ereignet. Wir hätten ihn rund um die Uhr bewacht. Sie haben von mir gehört? Bis zum Abwinken. Wer hat das nicht? Dann wissen Sie wohl, dass ich ein wohlhabender Mann bin. Kommen Sie morgen zu mir. Vergessen Sie Joghurt Chalmers Angebot. Das sind Almosen im Vergleich zu dem, was Sie bei mir bekommen werden. Das ist ein moralischer Punkt. Welches Recht haben wir, Geld mit etwas zu machen, das uns gar nicht gehört? Ehrlich gesagt habe ich mir über moralische Punkte nie den Kopf zerbrochen. Dem Finder gebührt der Lohn, heißt es doch. Wir können nichts tun ohne die Erlaubnis seiner Tochter Carla. Sie ist doch die Erbin. Haben Sie sie gefunden? Ich sehe Sie dann morgen bei mir. Guten Abend. Wenn ich so mit dem Ferrari wenden könnte, würde ich auch Formel 1 Rennen fahren. Daniel, ein Anruf beim Richter ist angesagt. Besuch. Da, noch einer. Hier muss ein Nest sein. Wir hatten die reingelassen. Ich dachte, die Hütte gehört Merkwürd. Den Eindruck hatte ich auch, bisher jedenfalls. Stehen Sie ganz still, meine Herren. Wenn Sie mir nun sagen würden, wo sich die Formel befindet, erspart uns das eine Menge Unordnung, Lord Sinclair. Eine Formel? Also, da müssen Sie sich an die englische Polizei wenden. Alles, was wir gefunden haben, haben die Leute bekommen. Trotzdem verschwenden Sie Zeit damit, mit Sir Hugo Chalmers und Andreas Theopoulos zu reden? Wir sind freundlich und reden fast mit jedem. Alex. Die Öffentlichkeit kennt er nicht. Alex. Tschüss, Guillermo. Da.
Denken Sie wirklich, ich würde die Formel dort verstecken, wo sie ein Vollidiot wie Sie auf Anhieb finden kann? Doch, ich würde sagen ja. Weil Sie vermuten, die englische Aristokratie wäre geistig etwas zurückgeblieben, du bist still. Oh nein, ich denke, dass Sie einen mehr geschäftsmäßigen Vorschlag als diesen erwarten. Wissen Sie, ein Kapitalist spielt den anderen aus. Das ist Arbeiter- und Bauernfantasie. Ich muss Sie beglückwünschen. Bis jetzt haben Sie das Machtspiel sehr clever gespielt. Ach, da wir gerade vom Geschäft reden, wie viel bieten Sie denn? Ihnen? Gar nichts. Die ganzen Bücher raus. Warum sollte ich für etwas bezahlen, worauf Sie keinen Anspruch haben? Oh, das ist das mieseste Angebot, was wir heute... Es war Mr. Wilkes Wunsch, dass mein Volk diese Formel bekommen sollte. Er verabscheute ihre Gesellschaft und hat auch beabsichtigt, das Land zu verlassen. Na, herzlichen Glückwunsch. Schlicht hinter die Bücher ist von Lenin und Marx. Das war Murks Gevatter. Versuchen Sie nicht, mir zu folgen. Mein Freund bleibt draußen als Wache, bis ich, bildlich gesprochen, Ihre Hoheitsgewässer verlassen habe. Und in Ihrer Botschaft sind. Er denkt auch an alles, gell? Als Profi muss man das auch. Aber seien Sie trotzdem froh. Ich habe Ihnen wahrscheinlich Ihr Leben gerettet. Ihnen stand das Wasser bis zum Hals. Bitte, Sie müssen meinem Freund verzeihen. Sie kennen ja diese Amerikaner, wissen nie, wie man die Hand gibt. Sie sind sehr vernünftig, Lord Sinclair. Mein Freund da schießt nicht daneben. Das könnte sein. Ich entschuldige mich nochmal für die Unordnung, die wir hinterlassen. Och, betrachten Sie das als undiplomatischen Zwischenfall. Ihr Briten seid gute Verlierer. Auf Wiedersehen. Und vergessen Sie nicht, ich führe nur Mr. Wilkes Wunsch aus. Nun lass dich mal ansehen. Ist dir eine Nadel aus dem Dutt gerutscht, hä? Zuerst versteckst du den Scheiß, wo ihn jeder Blödmann findet. Ja, das stimmt. Ein gutes Versteck war's. Und dann nicht. Lässt du dir das kampflos einfach wegnehmen. Und dann schlage ich dich nieder und rette dir das Leben. Hast du keine Vorstellung, wo die Formel eventuell hinbringen? Nein, aber ich kann ja mal raten. Und die lässt du einfach so sausen? Einfach so, ja. Und wenn ich dich nicht niedergeschlagen hätte, würdest du gar nicht mehr erleben, dass ich eine gute Stunde gebraucht habe, um eine neue falsche Formel anzufertigen. Ich weiß nicht, was sie daraus machen, aber Treibstoff wird das bestimmt nicht. Nur mal Klartext, wo ist sie? Ach, das kann ich dir nicht sagen, was? Daniel. Wenn die dich das nächste Mal kidnappen, foltern die dich vielleicht und dann singst du. Wer soll mich kidnappen? Und foltern können mich nur Frauen. Und singen konnte ich sowieso nie. Esa muss aber so wunderbar sein. Und halt dich fern von dunklen Straßen. Und gerade die lahieb ich über alle Maßen. Hallo, Miss. Wieder da? Ich denke schon. Gut, ich bringe Sie erst mal rauf. Wer sind Sie denn? Carla Wilkes. Ist ein Name wie Krause. Hier. Trinken Sie. Hast du sie erkannt? Ja, die mich gekidnappt haben. Geht's jetzt besser? Ja, mir geht's gut. Ich bin nur noch groggy. Wo wohnen Sie? Ich habe mich bisher noch um keine Unterkunft gekümmert. Ich kam gerade aus Paris an. Das macht doch nichts. Seien Sie mein Gast. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo das ist. Wo haben Sie Ihr Gepäck? Auf dem Bahnhof. Falls Sie was brauchen, rufen Sie nur.
Du durchwühlst wieder mal die Handtaschen bei mir. Ja, dem Geruch nach scheint das mal eine echte zu sein. Dann wird es jetzt interessant. Danke, meine Liebe. Ich hege keinen Zweifel daran, dass Sie tatsächlich die sind, für die Sie sich ausgeben. Sicher bin ich das. Ich verstehe auch nicht, warum sich jemand für mich ausgeben sollte. Nun, es gibt eine Reihe von Leuten, die ein lebhaftes Interesse an der Erfindung ihres Vaters haben. Wissen Sie, wohin er wollte, als er abstürzte? Ja, er schrieb ein paar Zeilen. Die meisten würden ihn für einen Überläufer halten, sagte er. Aber seine Motive waren nicht politisch. Er wollte nicht, dass seine Erfindung irgendeiner Firma oder irgendeinem Land gehört. Die ganze Welt sollte davon profitieren. Nobel, aber naiv. Das finde ich nicht. Welches Interesse haben Sie denn an der Sache? Ich will nur Gerechtigkeit, weiter nichts. Auch wenn es spät ist. Wissen Sie, der Crash Ihres Vaters, das war kein Unfall. Das war Mord. Wissen Sie, wer ihn auf dem Gewissen hat? Das ist alles noch offen. Vielleicht hat den Auftrag Sir Hugo Chalmers gegeben. Dann gibt's noch die, die Sie gestern Nacht entführen wollten. Und wer nun dahinter steckt, das wissen wir auch. Eine andere Möglichkeit wäre Andreas Theopoulos. Ist Ihnen dieser Name bekannt? Ein alter Mann in einem Rollstuhl. Ja, ja, mein Vater hat sich oft mit ihm getroffen. Dieser alte Mann im Rollstuhl ist gewillt, Sie zur reichsten Frau der Welt zu machen, wenn Sie das wollen. Ich verstehe nicht. Er kann es Ihnen erklären. Ich habe ein Treffen mit ihm arrangiert. Kommen Sie. Haben Sie noch was, Richter? Halten Sie mich nur auf dem Laufenden. Das ist doch selbstverständlich. Wo ist denn Danny? Er versucht, das Haus zu finden, in das man ihn gestern gebracht hat. Viel Hoffnung habe ich da nicht. Wir haben nur eine ungefähre Vorstellung von der Richtung, in die das Taxi fuhr. Ja, fahren Sie weiter geradeaus. Dieser Vertrag garantiert Ihnen 25% des Profits weltweit. Das ergibt ein immenses Vermögen. Wenn die Entdeckung Ihres Vaters produziert wird, gibt es eine weltweite Revolution. Öl und Nebenprodukte werden so überholt und veraltet sein wie Blutegel in der Medizin. Und das ist eine gute Sache? Aber sicher. Die Ölquellen der Welt gehen überall zur Neige. Das wäre ein enormer Fortschritt für die Menschheit. Und das hätte Ihr Vater auch so gewollt, das weiß ich. Wieso wollte er dann von dem Vertrag zurücktreten? Eine gute Frage. Haben Sie da eine gute Antwort? Ich kann da nur raten. Er war ja ein recht verstörter Mann. Und Idealismus und Panik verwirren geniale Menschen. Ja, wenn Sie nun den Vertrag unterzeichnen, sind wir bereit, im Voraus eine Anzahlung von 12 Millionen Dollar auf die Tantieme zu leisten. Das beste Angebot heute Morgen. Nein, das geht nicht. Sie können da nicht rein. Er wird mich empfangen, ob er will oder nicht. Nein, das geht nicht. Eine unerwartete Überraschung, Sir Hugo. Ich danke Ihnen, Miss Jones. Ich danke auch. Sie kommen gerade rechtzeitig, um der Unterschrift unseres Vertrages beizuwohnen. Miss Wilkes, bitte unterschreiben Sie nicht. Und ich bitte Sie nicht nur um meinetwillen. Sondern im Namen... Im Namen der Menschheit? Egal, wo Sie unterschreiben, Sie werden unsagbar reich werden. Aber Geschäfte zu machen mit diesem Konsortium wäre ein Desaster. Für wen? Für die Welt. Für die ganze Welt. Sehen Sie, die Ölbranche beschäftigt Millionen von Menschen im Sinne des Wortes. Sie würden sie ihres Lebensunterhalts berauben. Und Sie würden die Wirtschaft vieler Länder ruinieren. Sentimentaler Unsinn. Mit uns bestünde diese Gefahr nicht. Wir würden garantieren, die Bekanntgabe des Verfahrens über einen Zeitraum von 20 bis 50 Jahren zu veröffentlichen. Sie leben in einem Traum. Seit der Zeit der industriellen Revolution bis ins Computerzeitalter haben sich die Menschen gegen den Fortschritt gewehrt. Die Welt kann doch nur profitieren davon. Sie würden das für 100 Jahre begraben, nur um Ihre Interessen zu wahren. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Entdeckung von Großkapital unterdrückt würde. Nun sind Sie gefordert, Carla. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie eins wissen. Ihr Vater versuchte, aus dem Vertrag mit Theopoulos rauszukommen. Sie weiß das schon.
Weiß sie auch, dass sie das Flugzeug manipuliert haben, um ihn zu töten? Wenn sie Geschäfte machen wollen mit den Mördern ihres Vaters, dann tun sie das. Es ist ihre Entscheidung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ein starker Abgang war es in jedem Fall. Alles erlogen natürlich. Ihr Vater war mein bester Freund. Das müssen Sie mir glauben, Carla. Auch das spielt dabei keine große Rolle. Ich unterschreibe zunächst mal gar nichts. Was? Ich brauche Zeit, um drüber nachzudenken. Zeit, meinen Sie? Haben Sie eine Ahnung, wie lange ich warte? Dann kommt es auf ein paar Tage mehr auch nicht an. Eine schöne Yacht. Ihre? Es ist Ihre. Wenn Sie sie zur Vernunft bringen. Haben wir denn schon Weihnachten? Alle wollen mir was schenken. Guten Tag, Sir. Halten Sie mal. Hier links rum, bitte. Ich würde jetzt gern spazieren gehen, um einen klaren Kopf zu kriegen. Das halte ich für keine so gute Idee. Wieso nicht? Sehen Sie, der Typ steht schon seit einer Stunde da. Meinetwegen? Gut möglich. Sie haben es mit viel Geld versucht und nun versuchen Sie es vielleicht auf eine andere Art. Oh, wenn ich nur wüsste, was ich machen soll. Danny, bist du gestern Nachmittag auch hier lang gelaufen? Ja, ich laufe jeden Tag hier lang. Das ist eine Abkürzung von der Schule. Hast du gestern auch mit deinem Lineal hier am Zaun geklappert? Ja, das mache ich eigentlich auch jeden Tag, weil die Leute sagen, es stört die Hunde im Haus. Soll ich das vielleicht nochmal machen? Ja. Du darfst ihn nicht zu sehr ärgern, ne? Thank you.
Brad Sinclair. Danny! Du hast es gefunden? Wo ist es? Aha. Das Eckhaus. Vicarage Way, ja? Eisentor. Alles klar. Der Stall hier ist absolut leer, aber es ist das Haus, das weiß ich. Auch der gleiche Geruch. Gut, ich komme so schnell, wie ich kann. Okay. Carla, ich möchte, dass Sie jetzt weder die Tür öffnen, noch ans Telefon gehen, okay? Ich bin gleich wieder da. Hier im Haus gibt es auch kein Geld. Wie ist Ihr Name? David Piper. Sind Sie der Hauseigentümer? Ja, was wollen Sie denn? Die Namen der Penner, die mich herbrachten. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich war verreist für 3 Tage. Und ich kenne keine Penner, die Sie herbrachten. Haben Sie jemandem Ihre Schlüssel überlassen? Nein, das tue ich nie. Hören Sie. Lassen Sie mich... Bewegung oder ich breche Ihnen das Genick. Stehen bleiben. Wir brauchen uns wohl mit weiteren Erklärungen nicht aufzuhalten, Mr. White. Ja, wir haben ihn jetzt hier. Ja. Ja, natürlich. Ich werde alles arrangieren. Ich dachte nur, er wäre uns vielleicht nützlich, bevor wir... Gut, das können Sie ja entscheiden, wenn Sie hier sind. Peter oder gelbe Nase. Ich folge hier nur einer Zwangseinladung, also müsst ihr mich auch ein bisschen unterhalten. Also was ist denn? Karten oder wie? Oder was? Hey! Bleiben Sie bloß weg von mir. Ich will nichts mit Ihnen zu tun haben. Bitte, Sie haben mir schon mal einen Tag versaut. Beruhigen Sie sich. Ich will doch nur mit Ihnen reden. Reden Sie mit jemand anderem. Ich Sie gehe. Sie gehen nirgendwohin, bis Sie gehört haben, was ich zu sagen habe. Wenn Sie dann immer noch verschwinden wollen, können Sie auf Wiedersehen sagen. Ich habe mich schon entschieden. Nein, auf Wiedersehen. Sie werden sich anhören, was ich vorzubringen habe, sagte ich. Na, hören Sie jetzt zu. Die Kitschberthas da oben aus Porzellan, die sind gar nicht mehr so hübsch. Sind das Ihre? Ja, sicher. Und, ist es das wert? Ist es was wert? Ich meine, all das aufs Spiel zu setzen. Wenn man im Knast wohnt, hat man nicht viel davon. Da gibt es nur Beton und keinen Meißen. Und das alles nur, um mich abzumurksen, das macht doch keinen Sinn. Was meinen Sie, wie ich das geschafft habe? Ich war früher nur ein kleiner Buchhalter. Bis man mich... eines Tages bat, eine kleine Sprengladung in einem Flugzeug zu installieren. Tja, jetzt habe ich ein großes Gehalt, eine Zukunft und Erfolg im Leben. Wem haben Sie den Segen zu verdanken? Sie werden ihn kennenlernen. Das dürfte er schon sein. Tja.
Schönen guten Tag. Ich bin das Space Queen Seifenmädchen. Wenn Sie 3 von unseren Seifenstückchen haben und eine simple Frage beantworten können, können Sie 5 Pfund gewinnen und einen Tag mit einem Filmstar Ihrer Wahl verbringen. Vielen Dank. Ich mag keine Filmstars. Dann nehmen Sie doch ein Probepäckchen. Es wird Ihnen gefallen. Nein, nein, nein. Ich will nicht. Danke. Ja, kommen Sie nur rein. Wir haben geheizt. Willkommen zur Party. Der Fledermaus hier war nur, der Drink zu stark scheint es. Warum fragst du ihn nicht, für wen er arbeitet? Hab ich ja schon, aber das Aas ist ja so verstockt. Das nennt man Loyalität. Das gefällt mir an einem Mann. Das schmückt auch einen Buchhalter ungemein. Oh ja, ein Chef, dem man derart ergeben ist, muss schon was ganz Besonderes sein. Den würde ich gern mal kennenlernen. Ich glaube, dein Wunsch geht in Erfüllung. Wolle mal ihm rennen lasse? Ja, das tun wir gemeinsam. Mhm. Und die Ärmelschonerflasche nehmen wir natürlich mit. Schönen guten Tag auch. Wir haben Sie schon erwartet. Treten Sie näher. Aufpassen! Sieht ja geil aus hier. Hallo, Karlchen. Hallo. So, ich habe mich entschieden. Ich rief Richter Fulton und sagte, wir treffen uns am besten hier. Da wird sich der Alte hier auch freuen, gell? Carla wollte warten, bis alle interessierten Personen anwesend sind. Nur Sir Diogo Chalmers ist noch nicht anwesend. Tja, der wird auch, wie ich das sehe, abwesend bleiben. Er ist gerade beim Arzt. Ja, ist so ein bisschen ramponiert, ne? Um die Schnauze rum. Darf ich dann die Formel haben? Ach, damit kann ich nicht dienen. Ich habe sie nicht. Ja, Brett hat sie mir überlassen. Und ich dachte, dieser Platz ist genauso sicher wie jeder andere auch. Ihr Vater starb bei dem Versuch, die Formel in den Osten zu schaffen, denn nur das wollte er. Danke, Richter Fulton. Mein Angebot war eine Anzahlung von 12 Millionen Dollar. Das verdopple ich. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Und ich wäre bestimmt gerne reich, wer wäre das nicht? Aber ich würde es sehr gern sehen, wenn dies sowohl dem Westen Nutzen bringt als auch dem Osten. Aber nach langem Nachdenken wusste ich, dass es für mich nur einen Weg gibt. Den Wunsch meines Vaters zu erfüllen. Hinsetzen. Nein. Nein. Ich kann nur einen Arm bewegen. Höllische Schmerzen. Ich weiß, ich werde sterben. Wer immer mich auch findet, verbrenne die Formel. Die Welt ist noch nicht reif. Schon zu. Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns nicht verlaufen. Ich habe einen sehr ausgeprägten Orientierungssinn. Ach, gar. Soll ich dir was sagen? Ja. Mich haben sogar schon Brieftauben nach dem Weg gefragt. Aber noch die alte Ausgabe ohne Radar. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt in Schottland. Schottland? Nicht mal da wäre ich mir so sicher. Bernd Albert Schnauzer, der quatscht sicher mit dem Hund von Baskerville. Weißt du etwa, wo Norden liegen könnte? Gegenüber von Süden. Wo bist du denn? Wer weiß, was er gefunden hat. Feiner Hund, bist du feiner, Junge. So,
sag mal an. Warum lacht er denn so? Kennt er dich? Was denn da? Büchse mit den Keksen, ha? Oh. Armer Kerl, eine Weile hat er offenbar überlebt. Hör mal. Kann nur einen Arm bewegen, höllische Schmerzen. Ich weiß, dass ich sterbe. Derjenige, der mich findet, verbrenne bitte die Formel. Die Welt ist noch nicht reif. Ende der Durchsage. Vielleicht ist das hier die Formel. Hier könnte es genauso gut sein. Ja, hier sind seine Papiere. Name Brian Wilkes. Hier ist das Ausreisevisum. Muss er schon über 4 Jahre hier liegen. Erfreulich, dass euch die Presse ausdrücklich als Finder des Wracks nennt. Ausgezeichnet finde ich das. Exzellent. Weißt du, Daniel, ich habe das Gefühl, er hat uns in die Gegend gejagt, weil er wusste, dass wir es finden. Mhm. Ja, aber nicht direkt. Gehofft. Ein Massenmörder, dieser Strolch. Das war ein gewisser General A.G. Bulstrode. Sieht ja aus wie im Zirkus hier. Wisst ihr, ihr wart nicht die Ersten, die das Wrack gefunden haben. Vor circa einem Jahr versteckte sich dort ein entflohener Sträfling. Und er hat nichts gemeldet? Das wäre für ihn nicht ratsam gewesen. Er wurde erst vor etwa einer Woche gefasst. Ich verhörte ihn in einer anderen Angelegenheit. Und dann erwähnte er das und ich zählte 1 und 1 zusammen. Verraten Sie uns auch, was 1 und 1 ergeben hat? Brian Wilkes war Witwer. Sein Kind dürfte jetzt etwa 21 sein. Wo sie lebt, weiß keiner. Er war ein ganz ausgezeichneter Wissenschaftler. Auf dem Gebiet künstlicher Treibstoffe machte er sehr viele Entdeckungen. Weiß denn niemand, warum er verschwand? Theorien, Gerüchte. Er fummelte an einer eigenen Erfindung. Nur genau, es wusste keiner. Seine Freunde sagen, er war deprimiert und bedrückt. Er äußerte auch Furcht um sein Leben. Und das ist wirklich eine Gichtkralle? Natürlich habe ich Gicht. Ist also kein Scherz, ne? Ganz im Gegenteil, die kleinste Berührung ist die Hölle. Also, wenn ich den Verband ganz leicht berühren... Sie hätten mir wenigstens die Frage beantworten können. Das tat er doch gerade. Erzählen Sie mehr über den Knaben. Ich werde die verpackte Hinterhand nicht mehr berühren. Ich setze mich hin und beobachte fasziniert die alte Vase. Eine Woche vor seinem letzten Flug sah man ihn mit einem Agenten von der anderen Seite des eisernen Vorhangs. Darum dachte man, er sei übergelaufen. Eiserner Vorhang, ja. Und über die Eisengardine soll der rübergelaufen sein. Hä? Glauben Sie etwa auch diesen Quatsch? Jein. Denn ich lege mich ja nur ungern fest. Na schön, so viel zur Historie. Dann könnten Sie uns vielleicht einweihen, warum Sie unbedingt wollten, dass wir darüber Stillschweigen bewahren. Und das hier, das ist, wie ich vermute, die mysteriöse Formel. Es könnte gut sein, dass durch die Presse aufgeschreckt ein paar Leute neugierig werden in den nächsten paar Tagen. Wir sind wieder mal als Köder unterwegs. Daniel in der Löwenscharnauze. Vielmehr bin ich daran interessiert, wer tötete Brian Wilkes? Der Crash tötete ihn. Nein, 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 nein. In dem Flugzeug befand sich eine Bombe. Thank you.
Ist das nicht entzückend? Sie haben einen Platten, hä? Oh, danke, das erspart mir das Einholen an der zweiten Meinung. Auf dieser Seite auch. Kaugummi durchgefressen, hä? Wir haben scheiß Reifen in England. Ein Zufall ist das sicher. Taxi, Sir? Er sieht nicht aus wie ein Engel, aber der Himmel scheint dich zu schicken. Kurbeln Sie auf diese Art und Weise Ihr Geschäft Meistens an? Klappt's. Steigen Sie ein und keine Tricks. Tut das weh. Ich habe ihn gewarnt. Er steckt seine Nase immer in alles rein. Falls dieses Kidnapping auf eine Lösegeldzahlung abzielt, muss ich Ihnen sagen, dass keine Menschenseele existiert, die für uns was zahlt. Und wenn es nicht um Geld geht, worum geht es dann? Kein Kommentar. Oh. Wie ist die Luft da unten? Du brauchst neue Schuhe. Hat sich schon alles erledigt. Sie sollten wirklich was unternehmen gegen die Parker in zweiter Spur. Man kann ja nicht mal mehr die Straße überqueren. Entschuldigen Sie mich. Entschuldigen Sie, würden Sie bitte ein Stück rutschen? Hey, was fällt Ihnen denn ein? Steigen Sie aus! Das hoffe ich Ihnen. Lassen Sie das! Sind Sie Hilfe! Voll? Hilfe! Sofort anhalten! Wir landen noch im Graben. Ich bin doch hier kein Charter. Ich bin ein Entführer. Was reden Sie für einen Blödsinn? Mein Freund ist in dem Taxi, er wurde gekidnappt. Das ist mir völlig egal, ich werde gefeuert. Naja, dafür sind Raketen auch da. Was bedeutet das Ding überhaupt? Ich muss ja durch die Gegend kurven, und zwar mit 5 Meilen pro Stunde. Und wer einen Space Queen Aufkleber hat, dem soll ich eine Prämie von 5 Pfund auszahlen. Wenn ich jemanden sehe, halte ich. Bitte aus meiner Rakete verschwinden. Ich lebte in der irrigen Illusion, Sie würden mich nach Hause fahren. Den Teufel werde ich tun. Dachte ich mir schon, ich kann Sie nicht verübeln. Ach, übrigens, was ist eine Space Queen eigentlich? Eine Deodorantseife. Probieren Sie sie aus. Wenn ich finde, Sie stinken. Sie haben wohl nichts dagegen, wenn ich mich ein bisschen hinsetze. Das ist keine Sightseeing-Tour. Sie bleiben, wo Sie sind. Wir sind gleich da. Verbinden Sie sich mit Ihrem Schal die Augen. Ich habe keinen Schal. Jetzt bald. Nehme ich die Kulturstrippe. Gut.
Wir sind gleich da. Wir wollen die Papiere haben. Wo sind sie? Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Olle Brett war ja als erster da. Er war vor mir an dem Wrack. Wenn es irgendwelche Papiere oder Ähnliches gäbe, dann würde er sie haben. Mein Name ist Hase. Reden Sie doch mit ihm. Das wollten wir auch. Aber er erwies sich als schwerer fassbar als Sie. Na, dann spendieren Sie doch mal ein Ferngespräch. Das tun wir auch, um Ihnen unsere Pläne mitzuteilen. Die Nummer ist 95... Ich weiß. Augenblick. Sinclair? Euer Lordschaft? Benja? Nein, hier ist Lawrence von Arabien, du Scherzkeks. Wo bist du? Jetzt hören Sie mal gut zu, Lord Sinclair. Ja, ich lausche schon. Nun? Sie werden diese Papiere, um die es geht, an einen bestimmten Treffpunkt zu einer bestimmten Zeit übergeben. Oder wir bringen Ihren Freund um. Na schön, tun Sie das. Das meinen Sie doch wohl sicher nicht im Ernst, Lord Sinclair. Warum nicht? Wenn Sie ihn ausknipsen, haben Sie nichts. Nur eine schrumpelige Leiche. Eine Mordanklage und keine Papiere. Also, sind Sie bereit, sich jetzt mal meinen Vorschlag anzuhören? Ich höre. Sie werden meinen Freund sofort freilassen und zum Mandate Club bringen. Ich fahre jetzt zum Polizeirevier in Chelsea. Und wenn Daniel nicht innerhalb von 20 Minuten da ist, gehe ich davon aus, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Dann kriegt die Papiere die britische Polizei. Haben Sie verstanden? Ich höre, was Sie sagen. Gut. Ach, falls Sie ihn töten sollten, rufen Sie mich nochmal an. Dann schicke ich doch schöne Blümchen. Das war alles, Sir. Dankeschön. Hallo, Dio. Heißen Dank, Mutter Therese. Junge, ich hab dich befreit. Warum siehst du denn so sauer aus? Weil ich Sodbrennen kriege, wenn ich dich sehe. Kann nicht sein, Daniel. Du bist aus Stein. Bei dir kann nichts brennen. Wenn die mich getötet hätten, hättest du ganz schön blass ausgesehen. Wie ein Joghurt. Ich weiß nicht. Es bedarf ein wenig mehr, um mich blass aussehen zu lassen. Na nu, wer schickt denn hier Telegramme? Mach auf sie nach, aber das tu gemach. Der läuft heute wieder als Goethe. Ich hab doch nicht zufällig Geburtstag, oder? Goethe auch nicht. Hör dir das mal an, es tut sich was. Lord Sinclair und Mr. Wild werden gebeten, Sir Hugo Chalmers Büro anzurufen. Im British and Arabian Oil Corporation Building, falls Sie an einem Geschäft interessiert sein sollten. Du sprichst ja perfekt auswärts. Das bedeutet doch, dass der Kerl mit der sanften Stimme nunmehr bereit ist, zivilisiert mit uns zu reden. Interessant ist Arabien. Ah, Lord Sinclair, freut mich. Sir Hugo? Mr. Wild? Ob's mich freut, Sie kennenzulernen, weiß ich nicht. Ich finde es sehr freundlich von Ihnen, sich umgehend herzukommen. Die Neugiermeister macht jeden Rüssel länger. Und wenn man uns auch so freundlich behandelt. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Die Knie werden Sie Ihnen danken. Ich glaube, der monströse Stinker hat sich uns noch nicht vorgestellt. Ja, ich bitte um Verzeihung. Das ist Mr. Forsey. Er ist der Präsident unserer Mid-East Corporation. Mr. Forsey? Der Vorschlag, den ich Ihnen unterbreiten werde, findet Mr. Forseys volle Zustimmung. Na, hoffen wir, dass wir auch zustimmen. Oh ja, da bin ich mir absolut sicher, Gentlemen. Wir bieten Ihnen einen Platz im Aufsichtsrat der British Arabian. Das Jahressalär beträgt 50.000 Pfund pro Nase. Das sind zurzeit ca. 120.000 Dollar, Mr. Wild. Ich kenne mich im Zerkrümeln von Währungen aus. Wir würden Ihnen diese Summe für mindestens 20 Jahre bezahlen. Ob Sie im Aufsichtsrat bleiben oder nicht.
Das ist eine Garantie von 2.400.000 Dollar, lieber Mr. Wilde. Mann, oh Mann. Ich glaube, im Ölgeschäft ist doch eine Menge zu verdienen. Hm. Noch mehr, Lord Sinclair. Und eine Menge Aktionäre und Arbeiter, die es zu schützen gilt. Nun, was sagen Sie? Daniel versteht mehr von der Ölbranche als ich. Ich weiß nur, dass die Ölpreise von Woche zu Woche in den Himmel steigen. Wissen ist nicht von Bedeutung, Lord Sinclair. Ja, was dann? Wie könnten wir denn für Sie von Nutzen sein? Sie haben diskret geschwiegen über eine bestimmte Angelegenheit. Und dafür gibt es bestimmt nur einen Grund. Und ich würde sagen, dass 5.000.000 Dollar für Sie beide ein angemessener Preis sind für Ihre Kooperation. Meine Frage lautet, was haben wir dafür zu tun? Sie sind in einem heißen Spiel, Sinclair. Andere würden nicht mal daran denken, zu falschen. Ich an Ihrer Stelle würde das Geld nehmen und das Leben genießen. Mit so einem Taschengeld? Ich biete Ihnen ein Vermögen und Sie sprechen von Taschengeld? Sie haben eine Bedenkzeit von 24 Stunden. Und wenn Sie wieder hereinkommen, dann bringen Sie bitte Wilkes Formel mit. Sir Hugo, was genau bedeutet Wilkes Formel? Das wissen Sie wirklich nicht? Nein, er hat wie immer keinen Schimmer. Ich sage nicht, ich weiß es nicht, aber andererseits sage ich nicht, dass ich es weiß. So ist ich er. Möchte lediglich von Ihnen wissen, was es ist. Es ist ein hochwertiger synthetischer Treibstoff, der sich fast kostenlos herstellen lässt. Tja, wir sagen nicht ja, wir sagen auch nicht nein. Aber Sie haben jetzt 24 Stunden, um zu verdoppeln. Kommt, euer Hornchef, wir stechen im See. Den Tor finden wir allein. Es ist merkwürdig, wie man das vorausberechnen kann. Genau den Preis hatte ich ja veranschlagt. 10.000.000 Dollar. Ein Trinkgeld. Lord Sinclair. Ja? Ich bin Carla Wilkes. Bitte, bitte kommen Sie doch rein. Danke. Ich habe Sie schon erwartet, Miss Wilkes. Oh. Möchten Sie einen Drink? Nein, danke, ich trinke nicht. Dann machen Sie sich's auf dem Sofa bequem. Danke. Das muss ja ein ziemlicher Schock für Sie gewesen sein, was? In gewisser Weise ja. Andererseits war es eine Erleichterung. Ich habe nie geglaubt, dass Daddy übergelaufen ist. Wissen Sie, es passieren merkwürdige Dinge in diesem Zusammenhang. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Nein, den habe ich nicht hier. Und den Führerschein? Tut mir leid, ich kann gar nicht fahren. Oh Gott. Das macht nichts. Wenn Sie eine Betrügerin wären, wären Sie bewaffnet angetreten mit einem Riesendossier. Aber wieso sollte sich jemand für mich ausgeben? Sie hatten keine Ahnung, dass Ihr Vater Papiere bei sich hatte, die viele Menschen haben wollen. Nein. Aber als mein Vater umkam, war ich 9. Ach ja, ich bin zum Dinner verabredet. Genau gesagt, mit dem Mann, mit dem ich das Flugzeug fand. Wollen Sie uns Gesellschaft leisten? Ja, sehr gern. Ach, verzeihen Sie, kennen Sie hier zufällig einen Mr. Danny Wilde? Ja, der gießt sich vom Essen immer ein paar in den Kopf. Danke. Ach, verzeihen Sie, sind Sie Danny Wilde? Hier, das ist der wilde Danny. Na, sieht ja entzückend aus, das Päckchen. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Bitte verzeihen Sie meinen Überfall, aber man sagte mir, ich finde Sie hier. Da muss ich dem Portier nachher ein Trinkgeld geben. Was darf ich bei Ihnen auspacken? Mein Name ist Carla Wilkes. Das ist ein Umhauer. Ich habe Sie schon erwartet. Einen Scotch? Oh, heißen Dank. Möchten Sie was Feuchtes da oben rein? Vielen Dank, ich trinke nicht. Dann danke und schönen Urlaub, Eddie. Das muss ja ein ziemlicher Schock für Sie gewesen sein, darf ich mal annehmen, was? Ja, das war's auch. Aber ich hielt Daddy nie für einen Verräter. Wir haben bei dem dahingeschlichenen Herrn Vater auch ein paar Fotos bei den Unterlagen gefunden. War ein Bild von Ihnen bei? Ja? Ja, da waren Sie klein und dunkel und jetzt sind Sie groß und blond. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. So? Ich bin von Natur dunkel. Tatsächlich? Das beweise ich Ihnen, wenn Sie wollen. Gleich hier? Nein, bei meinem Friseur. Ich glaube es Ihnen unbesehen. Ah, da wird aber einer überrascht sein, der, der das Flugzeug mit mir fand. Hi, mein Bruder. Daniel? Ich habe eine Überraschung darf ich mal vorstellen? Für dich. Darf Carla Wilkes. Carla Wilkes. Was sagtest du? Ich sagte, das ist Carla Wilkes. Nein, das sagte ich. Deshalb habe ich sie in Stereo gehört. Die Welt ist klein, nicht? Zwei ist eine zu viel. Ja, eine zu viel. Hm. Würde die echte Carla Wilkes bitte Platz nehmen? Eine fabelhafte Idee. Erlauben Sie... So.
Ich weiß nicht, wer diese Hochstaplerin ist. Carla Wilkes, sagte sie. Sie glauben doch nicht, dass sie damit durchkommen. Aber sie versucht es. Ein Versuch macht klug, nicht? Daniel. Er hängt vor dir. Wir sollten einen kleinen Clara Wilkes-Wettbewerb veranstalten. Ja, darf ich schon mal auspacken? Ich weiß nicht, ob das ein Scherz sein soll, aber wenn wir das nächste Mal in Kontakt treten, nur über meinen Anwalt. Wirft ihre Lümmels und trabt davon. Naja, Angriff ist nun mal die beste Verteidigung, nicht wahr? Also erst mal Platz. Einen Moment bitte noch. Mit der Dame habe ich ein Wörtchen zu reden. Eine Wette, wer die falsche und wer die echte ist? Ich schätze, die Chancen stehen gleich. Findest du? Ich habe das Gefühl, dass wir die echte Carla Wilkes noch gar nicht kennengelernt haben. Meinst du, es kommt noch mehr? Lord Sinclair, Mr. Wald. Die dritte. Man sagte mir, ich finde sie hier. Sie können mich nicht kennen. Der sieht nicht mal aus wie Carla Wilkes. Andreas Theopoulos. Ich war Brian Wilkes' Partner. Öffnen Sie das. Öffnen Sie es, Lord Sinclair. Es ist durchaus nichts Geheimnisvolles. Die Kopie eines gültigen Vertrages, unterschrieben von Brian Wilkes und mir selbst im Auftrag eines Konsortiums, das unseren Treibstoff produzieren und weltweit vertreiben wollte. Unterzeichnet ein paar Tage vor seinem Tod. Es ist trotzdem gültig. Alles deutet darauf hin, dass er den Wunsch hatte, davon zurückzutreten. Er wollte das Land verlassen. Er war ein Narr. Und bietet man einem Narren normalerweise immer so viel Geld? Ich beziehe mich mehr auf seinen geistigen Zustand, kurz vor seinem Tod. Hatte er was an der Waffel? Er behauptete, es hätte Mordanschläge auf sein Leben gegeben. Er glaubte nicht, dass wir ihn geschützt hätten, geriet in Panik und floh. Er floh. In eine Schlucht. Wäre er geblieben, hätte sich das nie ereignet. Wir hätten ihn rund um die Uhr bewacht. Sie haben von mir gehört? Bis zum Abwinken. Wer hat das nicht? Dann wissen Sie wohl, dass ich ein wohlhabender Mann bin. Kommen Sie morgen zu mir. Vergessen Sie Hugo Chalmers Angebot. Das sind Almosen im Vergleich zu dem, was Sie bei mir bekommen werden. Das ist ein moralischer Punkt. Welches Recht haben wir, Geld mit etwas zu machen, das uns gar nicht gehört? Ehrlich gesagt habe ich mir über moralische Punkte nie den Kopf zerbrochen. Dem Finder gebührt der Lohn, heißt es doch. Wir können nichts tun ohne die Erlaubnis seiner Tochter Carla. Sie ist doch die Erbin. Haben Sie sie gefunden? Ich sehe Sie dann morgen bei mir. Guten Abend. Wenn ich so mit dem Ferrari wenden könnte, würde ich auch Formel 1 Rennen fahren. Daniel, ein Anruf beim Richter ist angesagt. Besuch. Da, noch einer. Hier muss ein Nest sein. Wir hatten die reingelassen. Ich dachte, die Hütte gehört merkwürdig. Den Eindruck hatte ich auch, bisher jedenfalls. Stehen Sie ganz still, meine Herren. Wenn Sie mir nun sagen würden, wo sich die Formel befindet, erspart uns das eine Menge Unordnung, Lord Sinclair. Eine Formel? Also, da müssen Sie sich an die englische Polizei wenden. Alles, was wir gefunden haben, haben die Leute bekommen. Trotzdem verschwenden Sie Zeit damit, mit Sir Hugo Chalmers und Andreas Theopoulos zu reden? Wir sind freundlich und reden fast mit jedem. Alex. Die Öffentlichkeit kennt er nicht. Alex. Tschüss, Guillermo. Da. Denken Sie wirklich, ich würde die Formel dort verstecken, wo sie ein Vollidiot wie Sie auf Anhieb finden kann? Doch, ich würde sagen ja. Weil Sie vermuten, die englische Aristokratie wäre geistig etwas zurückgeblieben. Du bist still. Oh nein. Ich denke, dass Sie einen mehr geschäftsmäßigen Vorschlag als diesen erwarten. Wissen Sie, ein Kapitalist spielt den anderen aus. Das ist Arbeiter- und Bauernfantasie. Ich muss Sie beglückwünschen. Bis jetzt haben Sie das Machtspiel sehr clever gespielt. Ach, da wir gerade vom Geschäft reden, wie viel bieten Sie denn? Ihnen? Gar nichts. Die ganzen Bücher raus. Warum sollte ich für etwas bezahlen, worauf Sie keinen Anspruch haben? Oh, das ist das mieseste Angebot, was wir heute hätten. Es war Mr. Wilkes' Wunsch, dass mein Volk diese Formel bekommen sollte. Er verabscheute ihre Gesellschaft und hat auch beabsichtigt, das Land zu verlassen. Na, herzlichen Glückwunsch. Schlicht hinter die Bücher ist von Lenin und Marx. Das war Murks Gevatter. Herr
Versuchen Sie nicht, mir zu folgen. Mein Freund bleibt draußen als Wache, bis ich, bildlich gesprochen, Ihre Hoheitsgewässer verlassen habe. Und in Ihrer Botschaft sind. Er denkt auch an alles, gell? Als Profi muss man das auch. Aber seien Sie trotzdem froh. Ich habe Ihnen wahrscheinlich Ihr Leben gerettet. Ihnen stand das Wasser bis zum Hals. Bitte, Sie müssen meinem Freund verzeihen. Sie kennen ja diese Amerikaner, wissen nie, wie man die Hand gibt. Sie sind sehr vernünftig, Lord Sinclair. Mein Freund da schießt nicht daneben. Das könnte sein. Ich entschuldige mich nochmal für die Unordnung, die wir hinterlassen. Och, betrachten Sie das als undiplomatischen Zwischenfall. Ihr Briten seid gute Verlierer. Auf Wiedersehen. Und vergessen Sie nicht, ich führe nur Mr. Wilkes Wunsch aus. So, nun lass dich mal ansehen. Ist dir eine Nadel aus dem Dutt gerutscht, hä? Zuerst versteckst du den Scheiß, wo ihn jeder Blödmann findet. Ja, das stimmt. Ein gutes Versteck war's nicht. Und dann lässt du dir das kampflos einfach wegnehmen. Und dann schlage ich dich nieder und rette dir das Leben. Hast du keine Vorstellung, wo die Formel eventuell hinbringen? Nein, aber ich kann ja mal raten. Und die lässt du einfach so sausen? Einfach so, ja. Und wenn ich dich nicht niedergeschlagen hätte, würdest du gar nicht mehr erleben, dass ich eine gute Stunde gebraucht habe, um eine neue falsche Formel anzufertigen. Ich weiß nicht, was sie daraus machen, aber Treibstoff wird das bestimmt nicht. Nur mal Klartext, wo ist sie? Ach, das kann ich dir nicht sagen, was? Daniel. Wenn die dich das nächste Mal kidnappen, foltern die dich vielleicht und dann singst du. Wer soll mich kidnappen? Und foltern können mich nur Frauen. Und singen konnte ich sowieso nie. Es muss aber so wunderbar sein. Und halt dich fern von dunklen Straßen. Und gerade die lahieb ich über alle Maßen. Hallo, Miss. Wieder da? Ich denke schon. Gut, ich bringe Sie erst mal rauf. Wer sind Sie denn? Carla Wilkes. Ist ein Name wie Krause. Hier. Trinken Sie. Hast du sie erkannt? Ja, die mich gekidnappt haben. Geht's jetzt besser? Ja, mir geht's gut. Ich bin nur noch groggy. Wo wohnen Sie? Ich habe mich bisher noch um keine Unterkunft gekümmert. Ich kam gerade aus Paris an. Das macht doch nichts. Seien Sie mein Gast. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo das ist. Wo haben Sie Ihr Gepäck? Auf dem Bahnhof. Falls Sie was brauchen, rufen Sie nur. Du durchwühlst wieder mal die Handtaschen bei mir. Ja, dem Geruch nach scheint das mal eine echte zu sein. Dann wird es jetzt interessant. Danke, meine Liebe. Ich hege keinen Zweifel daran, dass Sie tatsächlich die sind, für die Sie sich ausgeben. Sicher bin ich das. Ich verstehe auch nicht, warum sich jemand für mich ausgeben sollte. Nun, es gibt eine Reihe von Leuten, die ein lebhaftes Interesse an der Findung ihres Vaters haben. Wissen Sie, wohin er wollte, als er abstürzte? Ja, er schrieb ein paar Zeilen. Die meisten würden ihn für einen Überläufer halten, sagte er. Aber seine Motive waren nicht politisch. Er wollte nicht, dass seine Erfindung irgendeiner Firma oder irgendeinem Land gehört. Die ganze Welt sollte davon profitieren. Nobel, aber naiv. Das finde ich nicht. Welches Interesse haben Sie denn an der Sache? Ich will nur Gerechtigkeit, weiter nichts. Auch wenn es spät ist. Wissen Sie, der Crash Ihres Vaters, das war kein Unfall. Das war Mord. Wissen Sie, wer ihn auf dem Gewissen hat? Das ist alles noch offen. Vielleicht hat den Auftrag Sir Hugo Chalmers gegeben. Dann gibt's noch die, die Sie gestern Nacht entführen wollten. Und wer nun dahinter steckt, das wissen wir auch nicht. Eine andere Möglichkeit wäre Andreas Theopoulos. Ist Ihnen dieser Name bekannt?
Ein alter Mann in einem Rollstuhl. Ja, ja, mein Vater hat sich oft mit ihm getroffen. Dieser alte Mann im Rollstuhl ist gewillt, Sie zur reichsten Frau der Welt zu machen, wenn Sie das wollen. Ich verstehe nicht. Er kann es Ihnen erklären. Ich habe ein Treffen mit ihm arrangiert. Kommen Sie. Haben Sie noch was, Richter? Halten Sie mich nur auf dem Laufenden. Das ist doch selbstverständlich. Wo ist denn Danny? Er versucht, das Haus zu finden, in das man ihn gestern gebracht hat. Viel Hoffnung habe ich da nicht. Wir haben nur eine ungefähre Vorstellung von der Richtung, in die das Taxi fuhr. Ja, fahren Sie weiter geradeaus. Dieser Vertrag garantiert Ihnen 25% des Profits weltweit. Das ergibt ein immenses Vermögen. Wenn die Entdeckung Ihres Vaters produziert wird, gibt es eine weltweite Revolution. Öl und Nebenprodukte werden so überholt und veraltet sein wie Blutegel in der Medizin. Und das ist eine gute Sache? Aber sicher. Die Ölquellen der Welt gehen überall zur Neige. Das wäre ein enormer Fortschritt für die Menschheit. Und das hätte Ihr Vater auch so gewollt, das weiß ich. Wieso wollte er dann von dem Vertrag zurücktreten? Eine gute Frage. Haben Sie da eine gute Antwort? Ich kann da nur raten. Er war ja ein recht verstörter Mann. Und Idealismus und Panik verwirren geniale Menschen. Ja, wenn Sie nun den Vertrag unterzeichnen, sind wir bereit, im Voraus eine Anzahlung von 12 Millionen Dollar auf die Tantieme zu leisten. Das beste Angebot heute Morgen. Nein, das geht nicht. Sie können da nicht rein. Er wird mich empfangen, ob er will oder nicht. Nein, das geht nicht. Eine unerwartete Überraschung, Sir Hugo. Ich danke Ihnen, Miss Jones. Ich danke auch. Sie kommen gerade rechtzeitig, um der Unterschrift unseres Vertrages beizuwohnen. Miss Wilkes, bitte unterschreiben Sie nicht. Und ich bitte Sie nicht nur um meinetwillen. Sondern im Namen... Im Namen der Menschheit? Egal, wo Sie unterschreiben, Sie werden unsagbar reich werden. Aber Geschäfte zu machen mit diesem Konsortium wäre ein Desaster. Für wen? Für die Welt. Für die ganze Welt. Sehen Sie, die Ölbranche beschäftigt Millionen von Menschen im Sinne des Wortes. Sie würden sie ihres Lebensunterhalts berauben. Und sie würden die Wirtschaft vieler Länder ruinieren. Sentimentaler Unsinn. Mit uns bestünde diese Gefahr nicht. Wir würden garantieren, die Bekanntgabe des Verfahrens über einen Zeitraum von 20 bis 50 Jahren zu veröffentlichen. Sie leben in einem Traum. Seit der Zeit der industriellen Revolution bis ins Computerzeitalter haben sich die Menschen gegen den Fortschritt gewehrt. Die Welt kann doch nur profitieren davon. Sie würden das für 100 Jahre begraben, nur um ihre Interessen zu wahren. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Entdeckung von Großkapital unterdrückt würde. Nun sind Sie gefordert, Carla. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie eins wissen. Ihr Vater versuchte, aus dem Vertrag mit Theopolis rauszukommen. Sie weiß das schon. Weiß sie auch, dass Sie das Flugzeug manipuliert haben, um ihn zu töten? Wenn Sie Geschäfte machen wollen mit den Mördern Ihres Vaters, dann tun Sie das. Es ist Ihre Entscheidung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ein starker Abgang war es in jedem Fall. Alles erlogen natürlich. Ihr Vater war mein bester Freund. Das müssen Sie mir glauben, Carla. Auch das spielt dabei keine große Rolle. Ich unterschreibe zunächst mal gar nichts. Was? Ich brauche Zeit, um drüber nachzudenken. Zeit, meinen Sie? Haben Sie eine Ahnung, wie lange ich warte? Dann kommt es auf ein paar Tage mehr auch nicht an. Eine schöne Yacht. Ihre? Es ist Ihre. Wenn Sie sie zur Vernunft bringen. Haben wir denn schon Weihnachten? Alle wollen mir was schenken. Guten Tag, Sir.
Halten Sie mal. Hier links rum, bitte. Ich würde jetzt gern spazieren gehen, um einen klaren Kopf zu kriegen. Das halte ich für keine so gute Idee. Wieso nicht? Sehen Sie, der Typ steht schon seit einer Stunde da. Meinetwegen? Gut möglich. Sie haben es mit viel Geld versucht und nun versuchen Sie es vielleicht auf eine andere Art. Oh, wenn ich nur wüsste, was ich machen soll. Warten Sie einen Moment. Hi. Hi. Wie heißt du denn? Deborah. Mein Name ist Danny. Bist du gestern Nachmittag auch hier lang gelaufen? Ja, ich laufe jeden Tag hier lang. Das ist eine Abkürzung von der Schule. Hast du gestern auch mit deinem Lineal hier am Zaun geklappert? Ja, das mache ich eigentlich auch jeden Tag, weil die Leute sagen, es stört die Hunde im Haus. Soll ich das vielleicht nochmal machen? Ja. Du darfst ihn nicht zu sehr ärgern, ne? Brad Sinclair. Danny! Du hast es gefunden? Wo ist es? Aha. Das Eckhaus. Vicarage Way, ja? Eisentor. Alles klar. Der Stall hier ist absolut leer, aber es ist das Haus, das weiß ich. Auch der gleiche Geruch. Gut, ich komme so schnell, wie ich kann. Okay. Carla, ich möchte, dass Sie jetzt weder die Tür öffnen, noch ans Telefon gehen, okay? Ich bin gleich wieder da. Hier im Haus gibt's auch kein Geld. Wie ist Ihr Name? David Piper.
Sind Sie der Hauseigentümer? Ja, was wollen Sie denn? Die Namen der Penner, die mich herbrachten. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich war verreist für 3 Tage. Und ich kenne keine Penner, die Sie herbrachten. Haben Sie jemandem Ihre Schlüssel überlassen? Nein, das tue ich nie. Hören Sie, lassen Sie mich. Keine Bewegung, oder ich breche Ihnen das Genick. Stehen bleiben. Wir brauchen uns wohl mit weiteren Erklärungen nicht aufzuhalten, Mr. White. Ja, wir haben ihn jetzt hier. Ja. Ja, natürlich. Ich werde alles arrangieren. Ich dachte nur, er wäre uns vielleicht nützlich, bevor wir... gut, das können Sie ja entscheiden, wenn Sie hier sind.